Mittlerweile ist es entspannter. Meine Eltern sind, ich würde sagen, so seit 2, 3 Jahren sind sie relativ cool. Also, sie hatten auch schon vorher, haben so eine gute Entwicklung gemacht. So, die sind immer entspannter gewesen, was Freunde angeht. Also sie kennen ungefähr 2, 3 feste Freunde von mir, haben es miterlebt. Die waren dann auch bei mir zu Hause, haben auch bei mir geschlafen, das war in Ordnung. Mein Vater hatte auch mit einem von meinen damaligen Beziehungen auch einen ziemlich guten Draht. Ich habe sie auch mit zu Familienfeiern genommen, meine Freunde, das war schon immer gut. Nichtsdestotrotz schwang immer mit, okay, es wäre natürlich cooler, wenn er eine Freundin hätte statt einen Freund. Mittlerweile, glaube ich, ist es absolut Normalität geworden. Ganz normaler Alltag. Ich habe Jungs in meinem Leben. Ich bin kein klassischer Mann. Ich bin nicht heteronormativ. Ich bin auch nicht homonormativ. Ich denke, mittlerweile sind sie richtig cool. Die können damit total gut umgehen. Die sind entspannt, ja. Wir hatten eine nette Zeit. Wir haben uns ausprobiert, vor allem sexuell hat er mir viel beigebracht oder konnte ich mich unheimlich gut ausleben. Und nach 3 Monaten habe ich gemerkt, okay, das ist es nicht, das möchte ich nicht mehr. Habe mich dann ausgelebt, ich habe sehr promiskuit gelebt, ich hatte sehr viele Jungs in meinem Leben, was ich überhaupt nicht bereue, ganz im Gegenteil. Ich finde, das hat mich auch zu dem Menschen gemacht, also der ich jetzt bin. Und es war eine tolle Erfahrung. Ich habe viele schöne, spannende, tolle Menschen kennengelernt, viele tolle Erfahrungen gemacht, genau. Es hat, glaube ich, ein Jahr wieder gebraucht, mehr oder weniger, bis ich dann meinen zweiten festen Freund hatte. Mit ihm ging es auch ungefähr nur 3 Monate. Er war aber schon ein ganz anderer Typ. Ihn habe ich halt auch im Party-Kontext kennengelernt. Aber auch eher der Typ, der sich schick kleidet, eher ein bisschen femininer. Sehr viel Wert auf sein Äußeres legt, auf die Art und Weise, wie er lebt, Lifestyle, hatte immer so Interessen, Mode, Innenarchitekt, alles sowas. Hat auch nicht lang gehalten, aber hat auch ziemlich viel zu meiner Entwicklung beigetragen. Mein dritter fester Freund, auch ungefähr ein Jahr später, habe ich im Kino kennengelernt, das war sehr lustig. War ein Junge, der einen türkischen Immigrationshintergrund hatte. Vorher waren es alles deutsche Jungs. Bei dem war es anders, schwieriger. Er hatte bis zu dem Zeitpunkt nie homoerotische Erfahrungen gemacht. Ich fand, man hat ihm sofort auch angemerkt, dass er schwul ist. Hatte aber für sich damit auch starke Probleme. Und wir haben uns im Kino kennengelernt. Ich war mit meiner besten Freundin, er mit seinen besten Freunden und dann sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil der Film so langweilig war. Sind danach dann noch was trinken gegangen in DAX. Das war das damalige schwul-lesbische Innencafé. Und ich habe mir schon gedacht, es wird früher oder später darauf hinauslaufen. Dann nach der Bar sind wir dann noch zu Freunden von ihm gegangen, also alle zusammen. Und auf dem Weg nach Hause habe ich ihn dann irgendwann mal so gepackt, an die Wand gedrückt und ich will dich jetzt küssen. Und der so, ach, ich weiß nicht, ja, ich will auch, aber ich darf nicht, ich kann nicht. Und dann sind wir die ganze Zeit umeinander herumschlawenzelt und auf dem Weg zum Bahnhof. Und es war Ende Dezember und dann am 1. Januar sind wir zusammengekommen. Es war auch eine sehr schöne Beziehung, die ging auch wieder 3, 4 Monate. Ich glaube, ich hab immer dieses Ding mit den 3 Monaten, 3,5 Monate. Aber es war eine sehr intensive Beziehung. Also es war das erste Mal, wo ich sagte so, ja, ich habe einen festen Freund. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, was natürlich auch wichtig war, weil also er war oft bei mir und das war wichtig, weil wir nur bei mir zu Hause unsere Beziehung ausleben konnten oder halt auf der Straße, ne? Aber wir konnten nie zu ihm gehen. Seine Familie wusste es nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber seine Familie durfte das nicht wissen. Und es war so ein bisschen so, ich habe mich so ein bisschen in ihm widergespiegelt auch gesehen, so, er hat die ersten Erfahrungen sexuell, sozial, emotional, ne, mit mir gemacht und wir haben uns ziemlich viel beigebracht und ziemlich stark auch bedingt. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit mit ihm auch. Es hat sehr tragisch geendet, aber daraus habe ich auch gelernt. Dann hatte ich eine ziemlich langjährige Beziehung.
Ich schmunze, weil du diese Person kennst. Es war eine sehr schöne Zeit. Also die ging anderthalb, fast 2 Jahre lang, die Beziehung. Das war dann, glaube ich, auch vielleicht rückblickend die erste richtige Beziehung, die ich hatte. Die hat mich am meisten geprägt. Die hat mich wirklich ganz stark zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin, weil dieser Mensch mich nicht nur, aber auch in neue Kreise gebracht hat, in die linke, alternative Subkultur. Ich hatte eine sehr, sehr schöne, intensive Zeit mit ihm. Er hat mir sehr viel Neues beigebracht, mir sehr viele Türen geöffnet, ganz viele neue Denkprozesse hat er angestoßen und hat mich sehr bereichert. Andererseits hat das leider nicht gut geendet, weil wir vielleicht einfach den Zeitpunkt, vielleicht, wo wir hätten Schluss machen müssen, verpasst haben, wir uns in verschiedene Richtungen entwickelt haben und wir uns gegenseitig sehr, sehr, sehr verletzt haben und schlecht getan haben. Wir es trotzdem versucht haben, weiterzumachen. Und er, glaube ich, letztendlich auch nicht. Ich habe Schluss gemacht und er letztendlich damit nicht dealen konnte und dann auch so ein bisschen ausgetickt ist und damit schwer zur Rechnung kam, was mich dann auch mitunter, nicht hauptsächlich, aber mitunter dazu bewegt hat, die Stadt zu verlassen, ein neues Leben anzufangen, nach Berlin zu ziehen und den Raum einfach zu wechseln. Also diese Beziehung hat mich halt auch ganz krass geprägt, weil es war sehr intensiv, also so viel wie diese Beziehung mir gebracht hat, hat sie mir auch schlecht getan, nachträglich. Beziehungsweise ich gucke wohlwollend zurück. Ich denke, auch das Schlechte hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich habe daraus ganz viel gelernt. Ich habe ganz viel Stärke entwickelt. Ich habe mich emanzipiert. Ich habe Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt so gut tun. Und ich denke, das gehört einfach alles zu dem dazu, was ein Mensch durchmacht. Und es formt mich und diese krasse, intensive Zeit war, also die Trennung war so intensiv, dass ich auch teilweise wirklich bis an meine Grenzen gestoßen bin. Es gab Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es hat wenig gefehlt, um auch, es hat wenig gefehlt, um, dass ich mein Leben beenden wollte. Ich habe es nicht gemacht, wie ihr seht. Ich habe meinen 21. Geburtstag, der fiel dann kurz, der war kurz nach der Trennung, habe ich gesagt, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir. Ich gehe jetzt nach New York und feiere meinen Geburtstag sehr wahrscheinlich allein, weil ich war mir noch nicht sicher, ob noch eine andere Person. Also mein bester Freund war damals in den Staaten und er hat gesagt, komm mich besuchen. Ich weiß nicht, ob ich da sein werde können, weil ich arbeiten muss, aber ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt weg. Ich habe mein ganzes Erspartes auf den Putz gegangen und gesagt, ich fliege jetzt nach New York. War eine lange Zeit auch in Philadelphia und feiere meinen Geburtstag da. Und ich hatte auch heimlich den Gedanken, entweder komme ich nicht mehr zurück, gar nicht mehr, oder ich bleib da, oder ich stürze mich vom Hochhaus, ich weiß es nicht. Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich und war aber eine schöne Erfahrung. Und dann bin ich wiedergekommen und habe gesagt, nein, ich ändere mein Leben. Ich will hier weg. Ich kann mich hier nicht mehr weiterentwickeln. Ich sehe gerade überhaupt nicht mehr irgendwelche Anschlüsse. Es ödet mich alles an. Ich brauche Veränderungen. Ich hatte viele tolle Freunde, viele wichtige Menschen, die dort gelebt haben. Aber das allein hat mir nicht gereicht. Ich will ein neues Leben. Ich will eine neue Richtung. Und ich habe halt mein Traumstudium, was ich damals dachte, gefunden. Das war die Naturheilkunde. Ich wollte entweder immer schon in die Kunst oder in die Naturheilkunde gehen und war aber nicht mutig genug, um zu sagen, ich gehe in die Kunst von vornherein. Ich habe gedacht, okay, ich mache einen soliden Beruf, ich studiere und alles andere kann ich nebenbei machen. Hat leider nicht geklappt. Ich habe jetzt vor kurzem mein Studium abgebrochen, gesagt, nein, das will ich nicht mehr. Und ich werde jetzt auf die Bühne, ich werde jetzt performen, ich werde jetzt tanzen, singen, alles Mögliche, was ich will. Ich mache Shows. Und habe dann den Schlussstrich gezogen, habe mir eine Wohnung, eine WG hier in Berlin gesucht und habe mein Leben hinter mich gelassen und bin umgezogen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens.